Ich sitze hier auf dem SXT Sonics, ein 80 km/h Elektroroller, der mit 274 Kilo Zuladung auskommt. Bevor ich auf die ganzen technischen Details eingehe, würde ich noch mal ganz kurz vorstellen, was sich alles denn so verändert hat. Wir haben nämlich jetzt im Ende 2019 ein paar Änderungen erfahren. Vom Design her ist eigentlich alles noch relativ ähnlich. Wir haben jetzt allerdings ein paar schönere Spiegelgehäuse. Und ein Kritikpunkt von früher wurde erhört. Wir haben mehr Stauraum bekommen und ich glaube, das zeige ich euch mal ganz kurz. Komm noch mal ganz kurz hierher. Dann mache ich nämlich auf. Es gibt hier nach wie vor den Teil, der die Batterie beherbergt und ein bisschen für Kleinkram. Aber hier ist ein ganz wichtiger Haken. Den ziehen wir. Und das hier ist was ganz Neues, denn hier haben wir ein Riesenfach. In dieses Riesenfach passen auf jeden Fall mal gut und gerne zwei Sixpacks rein, würde ich sagen. Es gibt ja immer Leute, die gerne den Stauraum in Bierkästen messen. Ist jetzt nicht ganz so unser Ding, aber hier habt ihr es locker auf jeden Fall für das Ladegerät Platz. Ansonsten gibt es hier noch eine kleine Neuerung, die ganz angenehm ist, nämlich dieser Start-Stopp-Knopf. Wenn ich hier drauf drücke, dann erwacht der ganze Roller zum Leben. Man sieht es, er hat Scheinwerfer sind an, Instrumentencluster ist an. Jetzt einfach draufschwingen und wir könnten schon losfahren. Ich mache jetzt aber gerade nochmal aus, denn ich will nochmal ganz kurz erklären. Für uns ist der SXT Sonics auch sehr gerne mal ein Arbeitstier, denn er hat serienmäßig schon mal einen Gepäckträger, wo man auch wirklich eine schöne große Kiste drauf montieren kann. Wir haben einfach die Reserve, dass wir mit 80 km/h fahren können und das ist auch dank des relativ großen Akkus, nämlich 2880 Wattstunden, der da verbaut wurde und noch dazu rausnehmbar. Das heißt, ich führe es mal ganz kurz vor, wir haben hier einmal den hier, wir haben hier den hier und dann ist hier ein Griff, aber man muss dazu sagen 17 Kilo, also ist schon eine etwas schwerere Kiste. Mit dem Schnellladegerät, was dabei ist, was 8 Ampere führt, ist der in circa 5 bis 6 Stunden wieder voll. So, dann machen wir hier mal wieder zu, würde ich sagen. Ansonsten haben wir einen 4 kW Radnabenmotor, das heißt natürlich wartungsfrei und das Beste ist, komplett leise ist man damit unterwegs. Wir haben LED-Blinker vorne wie hinten. Und ansonsten ist er natürlich ausgelegt für zwei Personen. Man sieht es ja auch von der Größe her, passt das eigentlich ganz gut. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen Hauptständer, der natürlich auch serienmäßig mit dabei ist. Eine Geschichte, die mir noch sehr, sehr gut gefällt, ist beim Rangieren können wir dieses 123 Kilo relativ leichte Gefährt mit dem Rückwärtsgang bedienen. Und da zeige ich euch mal, da ist nämlich hier so ein kleiner Knopf. Der ist am linken Lenker und da ist so ein kleiner Knopf. Das heißt, wenn ich drauf sitze, kann ich den einfach drücken und dann gebe ich Gas und dann fährt er rückwärts. Also sehr angenehmer, schöner Roller, wie wir finden. Ah, eine Neuerung habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Wir haben keine Semi-Stollenbereifung mehr, sondern eine wunderschöne Straßenbereifung. Das hatte der alte, was den ganzen Roller ein bisschen unruhig gemacht hat. Also da auch eine schöne große Verbesserung. Jetzt, wo der Michael gerade noch vorne steht, mache ich noch mal an und zeige euch mal, wie die Scheinwerfer aussehen. Wir haben hier einmal unser Tagfahrlicht, das ist LED und unser Hauptlicht ist tatsächlich hier noch Halogen. Ansonsten haben wir noch das Fernlicht natürlich, ist auch ganz wichtig. Also wir finden, das ist wirklich ein ganz toller Roller, der sein Geld wert ist, denn der kostet gerade mal 4.990 Euro. Dafür bekomme ich wirklich einen ausgewachsenen Elektroroller von SXT, der 80 km/h schnell fährt. Also für alle, die den A1-Führerschein haben, kann der bewegt werden. Und ansonsten würde ich sagen, der steht bei uns in der Brunnengasse 42. Also wer ihn anschauen möchte, kann gerne mal bei uns vorbeischauen. Probefahrt ist natürlich jederzeit gerne gesehen und ansonsten habt ihr vielleicht auch noch die Möglichkeit, auf unserer Website euch umzusehen, auf www.ezmobility.de, wird eigentlich ausgesprochen Easy Mobility. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.